Boing! Dabby, boop, boop, boop. Another day of Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies 2, it's about time. Fürs Finale? Es sieht so aus, als wären wir jetzt im Finale, Leute. Das dreiteilige Finale. Das ist die letzte Welt. Oh mein Gott. Starten wir also in Tag 32 der Moderne. Und ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir ein Raum-Zeit-Verzerrungsfeld erzeugen werden und die Welt explodiert, wenn wir den Taco nochmal essen. Falls wir den Taco nochmal... Was passiert denn überhaupt? Oh mein Gott. Eure Apokalypse ist in vollem Gange. Mit eurer verzweifelten Suche nach einem bereits gegessenen Taco habt ihr die Zeit in Stücke geschlagen. Jetzt ist es an mir, die Zukunft, das Jetzt und das Gestern wieder zusammenzusetzen. Ist es die Möglichkeit, Benutzer Dave? Haben wir mit unserer Suche den Zeitstrom selbst unterbrochen? Statte mir deine Bedenken wie folgt zu erwidern. Taco! Oh oh. Wir sind... Jetzt erstmal haben wir einen Bosskampf gegen den alten Ägyptischen. Aber okay. Eine Springbohne. Okay, eine Triple-Nator ist ja schon mal eine ganz coole Sache. Oh oh. Gucken wir mal, dass wir die hier irgendwie erledigt kriegen, bevor sie da ankommen. Er spuckt vor allen Dingen gleich so viele Hardcore-Zombies aus, die alles andere als lustig sind. Okay, ich würde ganz gerne am liebsten jetzt schon was einsetzen, was explodiert, aber das traue ich mich nicht. Gucken wir... Lol, das ist klar. Arschloch. Jetzt geh mal... Mach den mal da weg. Und jetzt das Thema zu... Hast du gerade mal zwei, drei... Oh mein Gott. Oh mein Gott, die dürfen da nicht durchkommen. Da hast du gerade mal... Was ist das denn für ein super asoziales... Wow, 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 wow. Hallo, ich hab den sofort aktiviert. Der hätte sofort aktiviert werden müssen. Oh mein Gott. Tschüss. Okay, das hat jetzt nicht sonderlich viele getroffen. Okay, das hat jetzt wenigstens einigermaßen viele getroffen. Das hier bringt halt gar nichts. Wie soll man die denn erledigen? Kannst du die mal bitte wegbumsen? Das hat jetzt auch nicht wirklich... Alter. Wow, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr schwer, das Level. Das finde ich schon ein bisschen sehr, sehr schwer, das Level. Und wir haben ihm noch kaum Schaden gemacht und er zerstört die ganze Zeit lang unsere Pflanzen und... Super uncool. Oh Gott. Endlich erledigt, das ist auch schon mal was wert. Der muss irgendwie... Müssen die da alle weg? Oh mein Gott. Ja, wenn da mal einer wäre, dem man wirklich richtig Schaden machen kann, wäre das auch gut. Ist halt nix. Nee, es bringt halt nix. Oh mein Gott. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich all das ausgedacht, bitte? Ey, es passiert hier so viel auf einmal. Das ist alles andere als cool, Leute. Das ist nicht cool. Was habt ihr euch denn hierbei wieder gedacht? Bitte mal die da alle töten. Dankeschön. Mhm, ihr kriegt hier ordentlich Spikies drauf. Das ist doch auch was. Hier nochmal. Wer hat nochmal? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh mein Gott, das ist doch alles nicht mehr schön. Okay, der wird zurückgeschubst. Der hier muss einfach mal gerade so ein bisschen Feuer nach vorne. Flammare. Explosione, Flammare. Kann der mal bitte wieder mittig stehen? Wieso steht hier denn? Der ist immer nur oben oder unten, der ist nie mittig. Da kriegst du ein bisschen Probleme, dann das Richtige zu setzen, ey. Das ist doch nicht cool. Komm mal in die Mitte, Junge. Ich bumse dich gleich einfach weg. Ey, komm. Aber wir stehen vor. Ja, okay, wenigstens etwas. Kann ich dem hier auch nochmal schaffen? Nein, nicht wegspringen. Ja, es hat richtig gut Damage gemacht. Können wir den nochmal bitte? Oh ja, das hat super gut Schaden gemacht. Mal gar keine andere Wahl, ne? Ja, spuck deine komischen Viecher bloß. Ja, hause raus. Kein Problem, Mann.
Ich bin mit keinem Problem. Ich krieg das. I got this. Irgendwie. Weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie. Ja, irgendwie werden wir das hinkriegen. Können wir die bitte klein so? Ja. Zombies in der Mitte wären halt dahingehend echt voll cool. Dass wir damit... Oh mein Gott. Dass wir damit halt dann... Oh, super. Super, er ist K.O. gegangen. So ein bisschen. Hier, du kriegst nochmal einen drauf. Dann kriegst du da nochmal einen drauf. Und dann kriegst du hier nochmal einen drauf. Das sieht doch ganz gut aus. Ich schub sie alle zurück. Sehr gut. Er kriegt richtig Damage. Er geht jetzt gleich nochmal in die nächste. Er kriegt Schadenphase, glaube ich. Kriegen hier nochmal die nächste Phase, oder? Komm schon. Ja, wir kriegen nochmal die nächste Phase. Alles klar, dann töten wir jetzt die hier, so gut es geht halt. Oh Gott. Ja, das wird jetzt hier ein bisschen schwierig. Wieso haben wir nur eigentlich nur eine von diesen super coolen Dingern da gekriegt? Das ist nicht nett. Okay, zerstör die einfach. Danke. Jetzt macht den da mal bitte richtig schön Feuer unterm Hintern. Oh ja, das ist... Oh ja, das lief sehr gut. Bitte noch einmal. Oh nein, oh nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer hat sich das im Dreiteufelsnamen nur ausgedacht? Holy shit. Okay, 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 wir haben gut Damage gemacht. Wir machen gut Schaden, wir machen gut Schaden, alles gut. Alles cool, Leute. Sieht gut aus, komm schon. Oh mein Gott, wir haben es gleich. Gleich ist er. Muto, detto, extremo, caputo. Oh, das wäre so gut. Brauchen wir vorne dringend Pflanzen, die ihm Schaden machen. Die Bohne da hinten bringt halt gar nichts. Machen wir das lieber so. Ja, hier nochmal ordentlich Damage drauf. Oh Gott, ich habe den fast... Oh, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, yes, yes. Oh, das fing ja richtig hart an. Das fing ja richtig heftig. Heiliges Blechle. Ah, das ist ja... Oi, habt ihr den... Ah, der Anfang, ne? Wie schwer das schon war, gleich die ersten Reihen weggerockt hat. Uiuiuiuiui. Narren, ist euch eure Zeit dann gar nichts wert? Ja, doch, aber ich verbringe meine Zeit gerne so, wie ich Lust habe. Euch ist es egal, wenn nicht immer ordentlich ein Augenblick auf den nächsten folgt. Dummbeutel, ignorant. Und du mit deinem albernen Pott. Das ist kein Pott. Das ist eine Stielkasserole. Ich mache mir Sorgen, Benutzer Dave, was, wenn er die Wahrheit sagt. Ich bin zu tacosüchtig, um darüber nachzudenken. Penny, vorwärts! Und was bekommen wir jetzt da? Dieses Geschenk, das da 3 Stunden lang leuchtet? Ja. Ja. Oh, wie süß, das ist eine Christbaumkugel. Putzig. Das ist ja putzig. Okay, das bedeutet, wir landen jetzt in der nächsten Hölle, ja? Können wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwelche Aufwertungen aktivieren können? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die müssen wir alle nochmal gießen oder müssen wir nochmal warten, oder? Nein. Oh, Gott sei Dank, die gibt uns hier Geld. Dann ist sie weg, dann können wir was Neues einpflanzen. Vielleicht kommen ja jetzt diese Pflanzen hier dran und mal gucken. Den Mais hätten wir jetzt teilweise verstärkt schon mal gebrauchen können. Die Biene denkt sich, irgendwie nichts zu tun. Ich bin eine Biene. Ich will nicht. Jetzt will ich. Okay, jetzt gib's dem voll. Ich bestäube dich. Alles klar. Okay, wir haben gute Pflanzen am Start. Verstärkte Pflanzen, wenn wir die dann kriegen. Ey, wir hatten ja so Glück, dass wir die Kokosnusskanone behalten konnten, ne? Wir müssen nochmal so viel Glück haben, Leute. Jetzt. Oh mein Gott. Pre-Final. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich flehe euch an, Zeitreisende, kommt zur Vernunft. Die Kohärenz, sie ist dahin, ein wildes Durcheinander der verschiedenen Äras. Komplett zerfetzt und behirbelt, Mann. Lasst die Eichhörnchen frei! Oh. Da gucke ich auch gerade lieber erstmal, was da so abgeht. Aha, kleine Pilze und Magneten.
heißt, wir wollen die hier wahrscheinlich erstmal erledigen. Die Magneten bringen uns halt da gerade noch nicht mal so viel. Besser als erstmal gar nichts. Die packen wir wohl dann erstmal nach hinten. Wenn wir schon so viele jetzt kriegen, können wir das auch mal machen. Packe ich jetzt auch mal gerade nach hinten. Dann ist lieber den kleinen da, nicht den. Nicht alles klar. Ja, die Power-Up-Felder behalte ich am besten auch erstmal, wa? Okay, jetzt geht's da oben richtig los. Alles klar. Da oben geht's jetzt richtig zur Sache mit den modernen Dingern. Okay, okay. Gut. Ja, der wird dann da... Okay, der ist gestorben. Mach mal einen auf Power-Ups, weil wir gar keine andere Wahl haben gerade. Der hat den da schön weggeblubbert, das ist gut. Ich mache einfach die hinteren rein, da machen wir jetzt Power-Ups rein, da gucken wir einfach, dass das klappt. Besser als gar nichts, ich habe gerade keine andere Wahl. Ich sehe da auch gerade keine andere Möglichkeit. Okay, wir können, wir erwischen den da vorne nicht, ne? Das macht... Schaden. Doch, das hat auch an ihm Schaden gemacht. Gut. Gut. Das kann man mal nehmen, dann so, wie es ist halt. Schön, dann kriegen wir da unten noch ein paar mehr Felder hin. Also mit den ganzen Spezialfeldern ist das schon eine ziemlich gute Sache. Das hat für ihn nicht, aber es hat ihn gerettet. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Also gerade im Moment läuft das ganz gut. Finde ich jetzt nicht so schlimm hier. So, dann schützen wir euch auch nochmal ein kleines bisschen. So. Wir kriegen ja so viele Power-Ups, ey. Ich habe das Gefühl, das hier könnte etwas leichter werden als gedacht. Das könnte wirklich ein bisschen leichter werden als gedacht. Jetzt gibt es hier richtig Massenblubber-Alarm, ne? Okay, so ein Gargantua ist natürlich dann wieder ein Problem. Naja, auch nicht wirklich. Ist auch nicht wirklich ein Problem. Man möchte meinen, man möchte das hier tätigen. Und man möchte das hier tätigen. Wieder nach hinten in den Tod zu blubbern. Es läuft wirklich formidable. Oh nein, der kleine frisst da auch noch an dem da. Okay, also bis jetzt weiß ich nicht, dieses Level gefällt mir. Das ist angenehm, damit kann ich arbeiten. So, wie sieht es jetzt aus? Nein, 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 ich schütze meine ganzen kleinen Freunde. Sehr gut. Das hat Massendamage, das hat Massendamage. Jetzt kriegt das nochmal von allen Seiten ganz hart. Machen wir es hier nochmal. Komm, zack. Und blubber, 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 blubber. Und Job's done! Das war ja easy! Ja, GG, Leute. Also komm, also das kann doch hier, also das soll doch nicht, das ist doch nicht das Ernst, der Ernst vom Spiel, aber sowas, ein, also es hat Spaß gemacht, ich verstehe schon, aber das war halt alles andere als schwer. Seriously. Was bei uns. Ich sag die Wahrheit, verrückte Dave-Person. Ich versuche nicht, dich zu verschaukeln. Du kannst dein Taco nicht zweimal essen, das ist unmöglich. Unmöglich? Ich hasse Wichte aus tiefstem Herzen. Ja, toll. Ein Powerwurf. Super, freue mich voll. Ich will Kostüme haben und mein Taco. Gib mir einen Taco, weil ich verrückt bin. Das Finale, Leute. Grandele Finale de la Catastrophe. Das wird's, das wird's. Oh mein Gott. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Gott, was kommt da auf uns zu? Mutierte, mit Pflanzen gespickte Mutanten-Zombies. Okay. Wenn du nicht auf mich hörst, wirst du vernichtet. Ich glaub dir kein Wort, Taco. Oh, das war ein schwieriges Level wegen der Eisschicht. Mal schauen, was wir jetzt hier bei Ice Age alles so erleben werden. Oh,
Wir haben schon mal Verstärkungspflanzen. Das ist ja. Ja, ne? Verkackt. Bro. Was denn hier mit dem Laser? Nicht schlecht, Herr Specht. Der Laser ist halt richtig gut, ne? Das hat ihm schon mal ordentlich Damage gemacht. Hauen wir ihm auch noch mal rein. Oh mein Gott. Ja, ist schon ein bisschen okay mit den verbesserten Laserpflanzen und so. Nein. Lass das. Hier nix Schnee. Nein. Nein. Hörst du wohl auf damit? Ich bin ja so froh, dass wir diese Laserdinger haben. Alter. Nee, 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 nee. Der muss langsamer sein. Und der muss auch aufgehalten werden. Okay. Nicht, dass da. Nein. Nein, 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 nein. Laser! Laser! I'm a furry laser! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir machen jetzt den hier noch platt, damit wir auch da durchlasern können. Baby! Oh yeah! Mhm, oh yeah! Und schön noch verlangsamen. Damit du auch richtig viel was abbekommst. Nee, so viel hat es jetzt nicht gebracht. Ja, ich brauche mal andere Pflanzen hier. Ein bisschen vorspulen, Bro. Andere Pflanzen! Wow, der hat hier einfach weggemacht. Wie so ein Schneeflug. Das ist nicht nett. Nein, 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 auch da unten nicht. Nein, nein, nein. Zu viele, oh mein Gott. Nicht doch. Jetzt müssen wir den hier auftauen und das da auftauen. Gott. Ist ja alles passiert, ey. So viel auf einmal. Jetzt haben wir den wieder erwischt. Das ist da oben langsam ein Problem. Machen wir den da auch weg. So, dann hier schön einpufen. Hey, immer wenn ich gerade mal da oben Defense aufgebaut habe, ballert er die mir die weg da. Lass das. Und ich das da auch. Ey, sogar die kann ich schmelzen. Ist das gut. Praktisch. Können wir die ja direkt wegbumsen. Oh nein. Oh nein. Okay, ich hätte mir doch welche aufheben sollen. Das Feuer. Oh oh. Oh nein, ich kann die nicht mehr ausgraben. Nicht, okay, das klappt. Nicht meine Feuer, nicht mein Feuer. Oh Gott. Ja, das haben die dann alle jetzt weggemacht. Toll. I'm firing my laser. Nice job. Die kriegen jetzt nicht mehr so viele Power-Ups, ne? Na gut, so geht's aber auch. Also, bis jetzt läuft das ziemlich gut. Das war das Finale. Irgendwie bin ich etwas enttäuscht. Okay, das hat ihm schon mal ordentlich weggepumpt. Kannst du ja machen hier, ne? Kein Problem. Ich hau mir meinen Laser da mal hin, damit das hier alles erledigt wird. Nein! Hör auf, die immer einzufrosten. Gar nicht in Frage. Okay, die Knospen weit vorne schützen ja auch noch. Das hatte ich ganz vergessen. Praktisch. Nein, 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 nein. Sehr gut, sehr gut. Da kann ich auch noch eine Pflanze hin. Sehr geil. Laser, volle Kanne rein, Mann. Richtig nice. So, dann machen wir das jetzt hier überall weg, damit er ganz schnell wieder ganz viel Schaden bekommt. Oh yeah, Leute. Oh yeah, Baby. Oh yeah, oh yeah. Aha, oh yeah. Ey. Hör auf damit. Komm schon, wir sind fast soweit. Kommt schon. Ein paar mehr Aufwertungspflanzen wären geil. Nicht doch. Jetzt friere hier nicht einfach alles ein. Kurz vor deinem Tode. Yes! Und damit ist auch unser Roboter-Mammut wieder mal erledigt. Oh, da ist der Taco und da ist sogar noch ein bisschen leckeres Waffel mit Karamellzeugs und Butter drauf. Was ist das denn für ein komischer Mutanten-Taco? David, ich beschwöre dich, du musst diesen Traum von deinem vergangenen Taco begraben. Es ist hoffnungslos. Er ist weg, für immer fort. Nimm doch stattdessen diesen. Oh, ist das? Das kann doch nicht. Ein Taco mit einer Waffel drin.
Ich registriere ein hohes Maß an Köstlichkeit, Benutzer Dave. Dies ist der großartigste Tag meines oder jedes irgendjemandes Lebens. In der Tat, vielleicht haben wir Dr. Sombos die ganze Zeit falsch eingeschätzt. Hahaha, vielleicht habt ihr das, vielleicht aber auch nicht. Ich plane doch nichts Böses für die Zukunft, oder doch? Muahahaha, wir werden uns wiedersehen! Okay, wir haben ein Raumzeit-Papito Mobile. Wir hätten ihm einfach nur einen Taco kaufen müssen. Wir hätten ihm einfach nur einen Taco kaufen müssen und das wäre gut gewesen. Eieieiei. Wow. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Quasi. Hier gibt es ja noch keine weiteren. Da ist nichts. Das ist nur so ein Dimensionsriss. Ob sie nochmal irgendwann neue Level machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen, aber wir haben das Spiel durchgespielt. Und damit endet auch Plants vs. Zombies 2. Aber nur das normale Let's Play. Wir begeben uns jetzt in Challenges. Soll halt heißen, ihr schreibt mir, in welchen Gebieten, welches Level ich mal spielen soll. Mit welchem Schwierigkeitsgrad. Ihr könnt mir einfach mal schreiben, so, ey, zum Beispiel, spiel im Mittelalter. Nur mal als Beispiel, ja? Spiel im Mittelalter, das Level 15 oder sowas, mit den und den Pflanzen oder so. Also solche Challenges auch so. Und gucke, wie du damit klarkommst. Oder ihr gebt mir Wombo-Kombos und so. Aber ansonsten, jetzt werde ich erstmal eine ganze Woche lang diese ganzen Endlos-Zones aufnehmen. Wir werden diese Endlos-Zones machen, uns anschauen, wie weit wir da kommen, was da für Schwierigkeiten sind, was wir da für neue Kombinationen machen können, da das ja mal spezielle Zombie-Typen sind, die da ankommen und so weiter und so fort. Und wir fangen natürlich mit dem alten Ägypten dann an. Das könnte echt ziemlich interessant werden, da freue ich mich schon drauf. Okay, Leute, okay, ich bin gespannt, was wir da machen können. Vasenbrecher werden wir auch nochmal irgendwann machen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen miteinander thematisch quatschen können. Wir werden auch noch schauen, was ich mir hier eventuell an Pflanzen zulege, um unser ganzes Pack zu vollenden. Die Süßkartoffel. Die Zombies wechseln die Reihe, um ein bisschen zu ergattern. Soll heißen, die gehen alle in die Reihe, in der die Süßkartoffel ist. Ich will die Süßkartoffel haben. Aber so viel Gems kriege ich nicht mehr zusammen. Wie teuer ist denn sowas? Ich müsste dafür... Ernsthaft? Warte. Ich müsste dafür... Ich könnte nicht mal... Ich müsste dafür 5 Euro ausgeben, um so viele Gems zu haben? Das ist es. Das ist, glaube ich, nicht wert dafür. Okay, also das klappt nicht. Okay, Leute. Ich... bedanke mich erstmal recht herzlich, dass ihr so lange Plants vs. Zombies It's About Time beigewohnt habt und dieses Spiel genauso gefeiert habt wie ich. Wir begeben uns jetzt in die Challenge-Zeit, in die Experimentierzeit. Wir werden verrückte Pflanzenkombinationen ausprobieren in Leveln, in denen das auch endlich mal möglich ist, ohne dass wir Progress haben müssen, ohne dass wir die Level schaffen müssen. Wir werden wilde Kombinationen ausprobieren, gucken, dass wir verrückte Sachen machen. Vielleicht kann ich mir auch irgendwelche Hacks zulegen. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, das Spiel zu hacken tatsächlich, habe ich gesehen auf YouTube. Vielleicht kann man da auch mal verrückte Dinge machen mit ganz wilden Kombinationen. Schreibt mir eure Challenges und euren Wunsch, Leveln, was ich machen soll, in die Kommentare. Ich begebe mich jetzt in die Endlos-Zones. Dazwischen gibt es immer mal Special-Parts vom Vasenbrecher. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht auch das Sportstudio mal wieder beleben können, mit allerdings etwas aufwendigeren Parts. Okay, macht's gut. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, zu kommentieren, zu teilen. Es würde mich wahnsinnig freuen, dass das Finale richtig steil geht. Eine richtige Party, Leute. Oh, so eine richtige... Das hätte ich eigentlich erwartet am Ende hiervon. Am Ende hiervon hätte ich eine richtige Party erwartet. Aber dann machen eben wir die Party in den Kommentaren. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns.